Was geht YouTube und oh mein Gott, bin ich glücklich, wieder diese Webcam-Qualität für euch zu haben. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Da die Subbox gestern so hart gefailt hat, konnte ich gestern leider kein Video hochladen. Deswegen gibt es heute auf diesem Kanal zwei Videos und ich habe mir so gedacht, ey, der 15.02., wenn sich das mal nicht eignet zum perfekten, ultimativen deutschen Sniper-Tag. Und zwar werden heute zwei Sniper-Videos kommen. Um 19 Uhr kommt noch eins und das, was ihr halt jetzt gerade seht, im Übrigen verlinke ich euch das andere in der Videobeschreibung und beim anderen Video verlinke ich dieses Video in der Videobeschreibung. Ja Leute, ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, dass ich hier irgendwas Geiles mache, aber ich habe was Besonderes und zwar wollte ich das schon sehr lange machen, steht schon sehr, sehr lange auf meinem Scorpion Plays Zettel und zwar mit dieser Waffe, mit der P06 möchte ich gerne einen Live-Commentary machen. Das ist nämlich eine Sniper, die so einen absolut kranken 3-Burst verschießt, man kann mit Rotpunkt und so weiter spielen, ich versuche einfach mal mein Glück. Falls euch über den Account wundert, das ist ein Unlock All, weil ich die P06 nicht mehr freischalten konnte auf meinem Account leider. So, ich werde jetzt mal kurz chillen. Guck, so schießt die Waffe, Leute, so. Das ist so krank, Alter. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was ist, nein, als ob jetzt die Lobby abkackt. Nee. Ist da einfach der Host rausgeflogen, Alter. Na egal, machen wir natürlich noch eine Runde, Leute. Das kenne ich ja, da kenne ich ja nichts, Leute. Da kenne ich ja wirklich nichts. Und scheiße, Mann, es ist so schön, hier in diesem Zimmer zu sitzen, mit diesem guten Licht und so weiter. Es ist einfach schön, Leute. Es ist schön. Es ist wirklich schön. Ich hatte ein bisschen Struggle mit meiner Playstation, weil sie irgendwie zu weit von meinem Controller entfernt war, obwohl sie eigentlich voll nah dran ist. Ich hab's gar nicht verstanden und keine Ahnung. Jetzt muss ich ein bisschen anders sitzen, aber es passt schon. 6, 5, 4, wie die ganzen Specialists reden, so lustig. Ich will auch noch welche haben, schreit er so rum. Okay, Leute, ja. Wie gesagt, ich kann jetzt hier nichts versprechen. Also, ich kann auch negativ gehen, aber ich werde es trotzdem hochladen, um einfach mal die Waffe euch vorzustellen, falls ihr sie noch nicht gespielt habt oder sondern nicht richtig kennt, weil die ist halt echt absolut sick, diese Waffe. Wenn du damit, Isle of Cookies hat damit so ein geiles Gameplay hochgeladen. Props an dich, Digga. Also, da kannst du, mit Schaft wäre es natürlich auch noch geil. Das Ding ist halt, du drückst auf Schießen und die schießt ein bisschen später quasi los. Also, es dauert kurz, bis sie losschießt. Oh Gott, was schießt der hier für Granaten rum, Alter? Uiuiuiui, Mann. Im Übrigen, ja, ich habe es schon erklärt mit dem Account, habe ich ja in der Runde eben schon erklärt. Das ist halt, damit ich die Waffe überhaupt zeigen kann, sonst kann ich sie gar nicht zeigen. Komm, Bruder, Bruder. I'm still woke. Oh Leute, ohne Scheiß, ich höre zurzeit so gerne hier diese deutsche Chartmusik, ne? Es sind so geile Lieder diesmal dabei, zum Beispiel Faded von Alan Walker, Leute. Und Justin ist auch der heftigste Motherfucker im Game, Alter. Justin ist... Oh Gott, mein Aim! Justin ist so heftig, ne? Oh Gott. Verpiss dich, Alter! Hier ist so einer! Oh Gott, Leute! Nein! Ich bin natürlich mal wieder voll am Snipen hier. Meiner Secondary. Ja, stirb halt nicht, so. So, let's go. Ich werde es hier richtig schön rumcappen. Ja, Digga, ja, Digga, ja, Digga, ja. Ja, Digga, komm, Digga. Ja, ja. What do you mean? Ich bleib erstmal hier schön stehen, Alter. When you wanna say yes. Ich bin Pamage. Was geht? Wo? Ach, er spielt diese neue Waffe da. Oh Gott, ey. Eieiei, kann man da durchstreaken? Ich versuch's einfach mal, let's go! Ja, Digga! Jetzt schon in den Spawn rein. Die müssten doch jetzt eigentlich theoretisch da spawnen. Ich riskiere es einfach mal. Alles klar, war absolut choke. So, jetzt können wir ja auch mal jetzt zur Feier, wo ich schon so gut gesniped habe, Leute. Oh, warte, erstmal. Ja, Digga. Also diese Waffe ist ja wohl krank, Leute. Ich weiß, die nächsten Tage werde ich jetzt nur noch durch diese Waffe sterben von euch, Leute, die dieses Video schauen. Aber damit muss ich halt leben. Das habe ich mir ja selber ausgesucht, dieses Schicksal. Ah! Egal, die Runde ist so nice schon. Ich werde sie auf jeden Fall hochladen, auch wenn ich jetzt nur noch sterbe. Das waren echt geile Szenen, Leute. Wie gesagt, für zwei Videos am Tag könnt ihr mir gerne jetzt schon mal eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich weiß, es klingt ein bisschen voreilig, ne? Ja gut, habe ich gesagt, zwei Bewertungen wären schon gut. Ja gut, das habe ich aber... Übrigens, Scorpionplays macht mich so unglaublich zufrieden, der Kanal. Es ist nicht mehr normal, wie die Resonanz hier zurzeit ist, Leute. Und ja, ich campe dieses Video. Ich campe jetzt völlig, ich bin stolzer Camper, Leute. Hä? Irgendwie laggt auch ein bisschen. Aber ich stehe 17 zu 3? Was habe ich für eine... Ja, so ein 50, 100er Ping, Lobby, leider. 100er Ping, aber kein 100er Prezi ist das Problem.
Nein! Nein, meine armen Roboterbeine sind weg. Oh Mann. Oh, die Waffe, die knipst die so aus, ne? Jungs, er will mich outplayen. Mädels natürlich auch, ich will jetzt nicht Jungs sagen. Er will mich outplayen. Wo ist er? Überraschung! Ah, schade, meine Teammates sind da schon gespawnt. So, versuchen wir mal in dieses Häuschen hier zu laufen mit der Secondary. Nice. So. What do you mean? Aber Failed ist so krass, das Lied, ne? Vor allem in dem Lied kommt eine Zeile vor, die heißt Our aim is out of sight. Das kann man so ähnlich übersetzen wie wir haben veraimed. Das heißt halt, unser Ziel ist aus unserer Sicht rausgekommen. Also wir wussten nicht mehr, was wir wollten. Aber ich finde, das kann man auch mit COD vergleichen. Ja komm, Digga. Ich höre dich doch, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Die spawnen doch immer noch hier, oder nicht? Die Waffe scheppert so, das ist nicht mehr... Warte, die kommen schon... Oh, hier ist einer. Dröhnchen. Nein! Oh, schade, Mann. Alter, was geht, Mann? Das war zu Bock, Alter. When you wanna say yes. So. Sorry ist halt auch so ein krasses Lied. Sind wir mal ehrlich, Leute. Also, wer Justin im Jahre 2016 noch hatet, der hat echt keinen Respekt verdient, Leute. Justin Bieber ist doch krass. Oh, diese scheiß Waffe, die er spielt, Mann. Diese DLC-Waffe. Ich check sie nicht, Amanas Sukchuk. Ja, ich weiß zwar ja die Leute von euch ja, dieses Amanas Sucuk. Ich weiß auch ungefähr, was es in so einer schlechten Übersetzung bedeuten würde. Nein, Mann! Schreibt mal in die Kommentare, was Amanas Sucuk unbedingt ungefähr heißen würde, wenn man es direkt wörtlich übersetzt. Ich weiß, dass Sucuk diese Wurst ist zum Beispiel. Oh Gott. Die Korn ist halt echt scheiße in der Lobby. Oh, es wäre ein Quadfeed gewesen, wenn du. Na komm, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Ja, Digga. Einer kommt, komm. Ich werde es hier einfach warten. Einer kommt noch, einer kommt. Die Waffe schießt halt erst, nachdem man gedrückt hat. Oh, der glitscht sich da aber rum. Dann werden wir uns auch mal rumglitschen und werden einfach hier auf ihn warten. Ist er schon da drin? Ja. So, gucken wir nochmal, ob wir noch was wegstreaken können. Ja, Digga. Oh, der kommt hier, der kommt hier, der kommt hier. Oh, diese Con, Alter, was geht? Aber egal, ich beschwere mich hier überhaupt nicht über den Score. Was geht, Mann? So, haben wir da nochmal eine Streak rüber. Komm, Digga. Ja, Digga, komm. Okay, ich merke mir, Blitzschlag ist echt nicht so krass irgendwie. Alter, die Waffe bockt ja so. Die bockt ja so. So, komm. Kriegen wir noch einen? Einen kriegen wir vielleicht noch? Ne, ich glaube nicht. Komm, Digga. Komm, Digga. Na, egal, ich wäre gestorben. Leute, 32,8 mit der P06. Ich bin mega zufrieden mit dem Gameplay. Alter, nice, Mann. Nice, Alter. Nice, Digga. Okay, Leute, wenn es euch gut gefallen hat, ist auf jeden Fall gerne eine Bewertung dafür da, Leute. Und dann will ich noch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Also bis heute Abend quasi schon. In 2 Stunden oder so. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.